Heute möchte ich euch 5 Dinge zeigen, die ihr als Heimwerker auf gar keinen Fall tun solltet. Viele davon habe ich getan, deswegen kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass es sehr ungesund sein kann, wenn ihr das macht. Die erste Sache ist, wenn ihr an der Tischkreissäge einen Schnitt ausführt und euch fällt so in der Hälfte ein, oh, ich brauche den Schnitt doch nicht, dann zieht niemals das Material zurück. Denn was dann passieren kann, ist, dass dieses Material in die Aufwärtsbewegung des Sägeblatts einhakt und einen sogenannten Kickback gibt und euch das Material in den Bauch schießt. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, das ist sehr, sehr schmerzhaft und vor allem auch sehr ungesund. Heißt für euch, den Schnitt immer vollenden. Als nächstes kommen wir zu was, das passiert mir auch heutzutage noch, hört sich super doof an und super, wie kannst du das nur machen, aber es passiert. Und zwar, wenn ich zum Beispiel hier, ich zeige es jetzt exemplarisch, hier irgendwas reinschneiden will, ja, ich kann mit dem Messer abrutschen, komm schön in meine Hand rein und schneide mir die ganze Pfote auf. Immer schauen, dass wenn ich irgendwo schneide, eine Unterlage nehme, so dass meine Pfote niemals im Weg ist oder ich hier irgendwie abrutschen kann. Gerade dieses Abrutschen ist gefährlich. Man denkt immer, oh, passiert nicht. Zack, schneidet man sich den Finger auf. Oder was auch gerne passiert, je nachdem wie scharf eure Stechbeitel sind, ja, man möchte nur kurz etwas abmachen hier und zack ist man einfach mal kurz in seiner Hand. Also immer die Finger wegbringen von da, wo das Messer abrutschen kann, in jegliche Richtung. Auch nie gegen sich stemmen oder gegen sich irgendwas schneiden, weil man kann immer abrutschen, vor allem wenn man Druck aufbaut. Zack! Also ganz arg aufpassen, Messer, scharfe Gegenstände immer weg von sich, schauen, dass die Hand niemals im Weg ist. Beim nächsten könnt ihr mir wieder denken, ja, ist der dumm, wieso erwähnt er sowas? Aber ich erwähne es, weil es ist mir auch schon passiert. Zeige ich euch gleich. Und zwar ein Loch bohren und irgendwie auf die Idee kommen, man muss hier halten und dann bohrt der Bohrer und man bohrt sich, ihr erahnt es schon. Ah! Boah, Himmel, Arsch und voll den Finger. Ja, leck mich doch am Arsch. Himmel, verreckte, scheiße, verreckte. Kann man sich natürlich sagen, wie dumm ist der Typ, ja? Aber die Krankenhäuser sind nicht umsonst voll mit irgendwelchen Schnittverletzungen in die Hand gebohrt, ja? Oder weiß der Geier was? Genau das gleiche mit der Stichsäge. So eine Stichsäge geht ja nach unten. Blöd nur, wenn ich meine Pfote hier unten habe und vergesse, dass ich hier entlang säge und zack, säge ich mir in die Pfote rein. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber da muss man extrem aufpassen. Das heißt, immer da, wo man sägt, versuchen, dass da keine Hand ist und die Hand auf der anderen Seite liegt, insofern möglich. Dann auch eine Sache, die habe ich sehr, sehr lange selber nicht gemacht. Und zwar den Spaltkeil an der Tischkreissäge draußen lassen. Ich habe das damals gemacht, weil ich erstens noch unwissend war und weil ich viele Plattenmaterialien zugeschnitten habe. So ein Spaltkeil ist im Endeffekt dafür da, wenn ihr viel Massivholz zusägt. Das werdet ihr feststellen, ein Holz ist Spannung. Ja, wenn ihr von einem großen Stück eine dünne Leiste abtrennt, dann ist es ganz oft so, dass diese Leiste in irgendeine Richtung dann sich plötzlich verbiegt, weil Spannung im Holz ist. Wenn ich jetzt hier ein großes Stück Holz schneide und diese Spannung bei dem Material ist in diese Richtung und ich habe keinen Spaltkeil drin, kann es sein, dass mein Material, das Spannung in die Richtung hat, hier hinten zusammendrückt, wieder in die Aufwärtsbewegung des Sägeblatts kommt und schlimme Unfälle passieren. Und dafür ist dieser Spaltkeil da, denn wenn dieses Material sich zusammendrücken sollte, dieser Spaltkeil ist meistens so breit wie das Sägeblatt, dann kann hier nichts passieren. Den Spaltkeil hatte ich auch damals draußen für verdeckte Schnitte. Was ist ein verdeckter Schnitt? Naja, ich fahre das Sägeblatt relativ weit runter, weniger als mein Material, und säge drüber. Das geht natürlich nicht, wenn mein Spaltkeil über das Sägeblatt schaut. Das habe ich bei dieser Säge repariert. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe, nachgefeilt oder irgendwas. Jetzt ist dieser Spaltkeil unterhalb des Sägeblattes und ich kann sogar mit Spaltkeil einen verdeckten Schnitt ausführen. Ich empfehle euch deswegen dringend, 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 lasst diesen Spaltkeil immer drin. Nächstes Thema kennt ihr alle, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung leider wieder berichten, nie Handschuhe an drehenden Teilen haben. Ich hatte früher grundsätzlich und immer Arbeitshandschuhe an. Das ist oft oder bei 3, 4 Unfällen verheerend gewesen, denn diese Handschuhe sind leider oder auch zum Glück sehr, sehr stabil. So. Folgendes ist mir damals passiert. Kann man natürlich auch wieder sagen, wie doof ist der Typ,
aber ich erinnere immer nur an die Krankenhäuser, die auf der Notfallstation voll sind mit Leuten, die scheinbar auch dumm sind. Ja, das nennt man Unfall, macht keiner mit Absicht, kann dir auch passieren. Deswegen an der Stelle einfach mal absehen, davon zu sagen, ist der Typ doof. So, was ist damals passiert? Der Bohrer dreht, hier ist ein Span dran und ich denke mir so, komm, mach den Span ab, ich sehe die Zentrierspitze nicht. Der Bohrer dreht, ich fasse hin und was passiert natürlich? Mein Handschuh hakt in diese Spitze hier ein. Und jetzt ist Folgendes passiert. Diese Spitze hakt ein und da der Handschuh sehr stabil ist, wickelt es mir die ganze Hand um die Bohrmaschine. Zum Glück ist das keine extrem starke Industriemaschine. Der Motor hätte mir den, keine Ahnung, was da kaputt gegangen wäre, aber mir wickelt es ab. Ich hänge an der Maschine dran. Mein Ein- und Ausschalter ist hier, weil es eine relativ alte Maschine ist. Jetzt häng mal hier dran. Der Handschuh, das Ding dreht ja weiter. Und du musst, also das war nicht geil und die Hand sah danach auch nicht geil aus, weil dieses Gewebe hat sich in die Hand reingezogen. Also das war richtig, richtig ungeil. Das nächste, was ich auch falsch gemacht habe, ich habe hier mit einer Flex und so einer Tellerbürste, die kennt ihr wahrscheinlich, habe ich ein Metallteil, ich weiß nicht, entlacken, entrosten oder irgendwas wollen und halte dieses Teil in der Hand, weil ich will ja nicht schmutzig werden, und komme mit dieser Bürste an meinen Handschuh und ihr seht schon, das hakt ein. Und das Problem war jetzt nicht mal, dass es eingehakt ist, sondern dass es ein Handschuh war. Das heißt, diese Flex hat den ganzen Handschuh nach vorne gezogen und hat mir die Hand im Endeffekt viel mehr verletzt, als wenn ich an das drehende Ding einfach kurz hingehalten habe. Also bitte, auf keinen Fall Arbeitshandschuhe an drehenden Teilen. Ja, ich rede das nicht vom Lehrbuch nach. Ich habe euch gerade gezeigt, was ich schon für Unfälle hatte. Die nächste Sache, die auch sehr schnell sehr gefährlich sein kann und die ich auch schon hinter mir habe, ist am Frästisch und zwar Gleichlauf- und Gegenlauffräsen. So, sowas passiert, wenn man Gleichlauf und Gegenlauf, wenn man den Unterschied nicht kennt. Was ist der Unterschied? So, eine Oberfräse dreht gegen den Uhrzeigersinn, also in diese Richtung dreht der Fräser. Hier auf der Fräsplatte ist sogar angezeigt, in welche Richtung ich schieben muss. Jetzt passiert Folgendes. Ich nehme den Fräsanschlag und fange hier an zu fräsen. Alles ist gut, solange ich mich auf dieser Seite des Fräsers befinde, denn der Fräser dreht hier in diese Richtung. Ich fräse also im Gegenlauf. Anders sieht die Geschichte jetzt aus, wenn ich mir den Fräsanschlag so einstelle und entscheide, ach, ich fräse mal so. In dieser Sekunde, wo ich solch eine Fräsung durchführe, fräse ich im Gleichlauf. Und dann passiert Folgendes. Ich fange hier an, halte mein Material, der Fräser hakt an der ersten Stelle rein und schleudert mir, wie gerade gesehen, mein Material nach vorne. Das ist ganz oft der Fall, wenn man einen Ausschnitt hat, einen länglichen Ausschnitt und beide Seiten des Ausschnitts fräsen möchte. Bin ich auf der linken Seite des Fräsers, ist noch alles gut, wenn ich meinen Ausschnitt habe. Möchte ich aber plötzlich die Seite fräsen, die am Parallelanschlag ist, dann passiert das, was ihr gerade gesehen habt. Das heißt, immer überlegen, wenn ich fräse, fräse ich im Gleichlauf, also mit der Drehrichtung des Fräsers, oder fräse ich im Gegenlauf, was richtig ist. Mir passieren auch heute noch Unfälle, ich lasse die extra in den Videos drin, damit ihr davon lernen könnt. Apropos Videos, hier könnt ihr euch mein letztes Video anschauen. Dieses Video ist speziell für dich empfohlen und hier geht's zum Let's Bastel Shop. Da findest du ganz viele Bauanleitungen, meine Werkzeuge und das Bastel-Merchandise.